MOBA ist ein Pokémon mit dem Typ Gestein, existiert seit der 4. Spielgeneration und bildet die Babyform zu Mogelbaum. MOBAs Äußeres erinnert an einen Bonsai, welcher in einem Blumentopf steckt, weswegen es hauptsächlich braun gefärbt ist. Der untere Teil des Körpers soll den Blumentopf darstellen, wenn man den von zwei kleinen Füßen absieht, die unten herausragen. MOBAs Körper an sich ist tropfenförmig und gabelt sich an der Spitze in drei Äste, an denen sich jeweils ein ballförmiger Auswuchs befindet, welche vermutlich als Blätter oder Früchte zu sehen sind. Das Gesicht besteht aus den gelben Augen mit schwarzen Pupillen und dem oft etwas verunsichert aussehenden Mund darunter. Über den Augen befindet sich ein gelber ovaler Fleck. In den Shiny-Formen ist der Körper in einem dunklen Gelb gehalten und die Blätter bzw. Früchte erscheinen in einem kräftigen Pink. Die Stärke des Pokémon liegt in der Defensive, hauptsächlich aber nur auf der physischen Seite. Es ist sehr langsam und beschränkt sich auf Angriffe des Gestein-Typs zum Großteil oder vom Typ Normal, Unlicht oder Kampf etwas seltener. Darunter sind die Attacken Imitator und Mimikry, welche damit zusammenhängen, dass es einen Bonsai-Baum imitiert, Truhträne, Finte und Tränendrüse, welche auf die Absonderung von Wassertropfen über seine Augen anspielen, mit der seine Gegner in die Irre führt, und Konter, Tiefschlag und Dreschflegel als Verweis darauf, was MOBA mit diesen leichtsinnigen Gegnern macht. Im Kampf kann sich MOBA eine von drei möglichen Fähigkeiten zunutze machen, nämlich Robustheit, Steinhaupt oder seine versteckte Fähigkeit Hasenfuß. Robustheit schützt MOBA davor, direkt mit einem Treffer besiegt zu werden und liegt wahrscheinlich in der Härte seines Körpers begründet. Selbiges gilt auch für Steinhaupt, welches bewirkt, dass MOBA bei Rückstoßattacken wie Risikotackle keinen Rückstoßschaden erleidet. Hasenfuß hingegen verleiht MOBA einen Temposchub, wenn es von Attacken der Typen Geist, Käfer oder Unlicht angegriffen wird. Dieser wird wohl mit der oft angenommenen Ängstlichkeit dieser Pokémon in Verbindung stehen. MOBA sind gute Nachahmer und werden deswegen häufig für echte Bonsai-Bäume gehalten. Es hat oft den Anschein, als seien MOBA eher ängstliche Pokémon, besonders aufgrund ihres unsicheren Gesichtsausdrucks. Sie hassen Wasser und scheiden daher über ihre Augen Wasser aus, um ihren Wasserhaushalt auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Dies deckt sich auch mit der Schwäche gegenüber Attacken vom Typ Wasser, mit welcher die meisten Gestein-Pokémon zu kämpfen haben. MOBA erweckt damit oft den Anschein, es würde weinen, was bei seinen Gegnern manchmal dazu führt, dass sie sich zu unvorsichtig in den Kampf gegen MOBA begeben, da sie davon ausgehen, eindeutig der Überlegene zu sein. Dieses Ausscheiden von überschüssigem Wasser in MOBAs Körper lässt sich mit Schwitzen vergleichen. MOBA bevorzugt trockenere Gebiete als seinen Lebensraum, um die Chance zu minimieren, mit Wasser in Kontakt zu kommen. In diesen Landschaften gibt es zu MOBAs Nachteil allerdings kaum grüne Pflanzen, weswegen es einfach ist, es dort ausfindig zu machen. Selbst im Winter trägt MOBA grüne Blätter bzw. Früchte. Ironischerweise ist es in den Spielen oft in Wäldern, Dschungeln oder auf sonstigen Grünflächen daheim, welche eher nicht zu trockenen Gebieten zählen. Dabei ist MOBA die Babystufe und somit der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Mogelbaum entwickeln. Die Entwicklung zum Mogelbaum wird ausgelöst, sobald es ein Level aufsteigt und dabei die Attacke Mimikry beherrscht. Um aus Mogelbaum einen MOBA zu züchten, muss das bei der Zucht verwendete Mogelbaum einen Steinrauch tragen. Seit der 9. Spielgeneration entfällt diese Bedingung aber. Bei der Entwicklung kommt das Pokémon aus seinem Blumentopf-ähnlichen Behältnis heraus und ähnelt nun einem typischen Baum mit dicken, geradem Stamm als Körper und Ästen als Arme. Anstatt nur einem Ast wie beim MOBA lassen sich nun beim Mogelbaum gleich zwei mit je drei Blättern bzw. Früchten erkennen. Und mit seinem Typen Gestein nimmt es halben Schaden gegen Normal-, Flug-, Gift- und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Kampf-, Boden-, Stahl-, Wasser- und Pflanzenattacken und der Rest macht normalen Schaden.